In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt OOP vorstellen. OOP steht für Object Oriented Programming oder auf Deutsch objektorientierte Programmierung. Endlich mein Akronym, der auf Deutsch und Englisch gleich heißt. Was ist das? Objektorientierte Programmierung ist ein Konzept der Programmiersprachen, die Daten und ihre dazugehörigen Funktionalitäten oder Methoden in einem Objekt zusammenfasst. Alles dreht sich hier um Objekte und um Klassen. Und damit wir eine Grundlage haben zum Diskutieren und zum Weiterlernen, werde ich Ihnen jetzt in diesem Video direkt eine Klasse zeigen, wie man Klassen in Python überhaupt definiert und nutzt. Und diese Klassen werden wir dann als Beispiele benutzen, um weiterhin zu erforschen, was eigentlich OOP ist, wie man es nutzt und warum es ist überhaupt besser als das, was wir bis jetzt hatten. Eine Klasse wird in Python relativ einfach definiert. Man sagt einfach Class und sagen wir mal, wir wollen jetzt Klassen darstellen oder eine Klasse definieren, die Katzen darstellen soll. Ich nenne diese Klasse Katze. Und alles, was ich jetzt hier machen muss, ist zu sagen Class Katze und dann schreibe ich etwas, was Sie noch nicht kennen, nämlich Pass. Im Moment gibt er mir keine Fehler raus und jetzt erforschen wir, was ist. Erstens ist es wichtig zu wissen, dass eine Klasse ein Softwaremodell für echte Sachen in der realen Welt darstellt. Katzen, Menschen, Autos, Fabriken, Spieler und so weiter und so fort. Alle reale Objekte, die wir in der realen Welt haben, werden als Softwaremodell auch in Klassen modelliert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Klasse Katze definiere, ist das nicht eine ganz bestimmte Klasse, sondern eine Beschreibung, was eine Katze so alles ausmacht. Eine Katze hat zum Beispiel ein Alter, sie hat vielleicht eine Farbe, sie hat einen Namen. Und es ist wirklich wichtig hier zu verstehen, dass diese Klasse Katze ist nicht eine bestimmte Katze, ich wiederhole mich, aber es ist eben sehr wichtig, sondern eine Beschreibung der Katze. Das ist so, als ob Sie zum Tierarzt gehen und erstmal müssen Sie Ihre Katze dort anmelden. Dafür kriegen Sie ein Formular und das Formular an sich beinhaltet so Fragen wie: Was ist der Name Ihrer Katze? Was ist das Alter? Was ist und so weiter und so fort. Dieses Formular an sich, das ist ja nicht Ihre Katze oder überhaupt keine Katze, sondern es ist so eine Art Blaupause oder so eine Art Formular eben, das alle wichtige Informationen über Ihre Katze zwar zusammenfasst, aber die eigentlichen Werte sind noch nicht drin, also die Ihrer Katze. Die eigentlichen Daten der verschiedenen Katzen oder eben verschiedene andere Objekte werden in den Feldern gespeichert. Jetzt kommt der Unterschied zwischen einem Objekt und einer Klasse. Die Klasse, haben wir gesagt, ist nichts anderes als die Blaupause für das echte Objekt. Und ein Objekt, genannt auch eine Instanz, ist eben eine ganz bestimmte Kopie einer Klasse, die eigentlichen Werte eines einzigen Objekts, individuellen Objekts beinhaltet. Das heißt, ich habe eine Klasse Katze, das ist die Blaupause, was ich so alles dafür brauche, um eine Katze zu beschreiben. Und dann habe ich verschiedene Objekte, die heißt meine Katze, die Nachbarskatze, Rocky von der Nachbarschaft und so weiter. Das sind dann die einzelnen Objekte und jedes von diesen Objekten hat dann seine eigenen Daten, genannt auf Deutsch auch manchmal auch Datenfelder oder einfach Daten oder Eigenschaften oder wie auch immer. Dann gibt es in jeder Klasse nicht nur diese Datenfelder, sondern es gibt auch die sogenannten Methoden. Ganz am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, die Hauptidee einer Klasse ist, dass die Daten und die Funktionalitäten, die mit diesen Daten zusammenhängen, dass sie zusammengefasst werden. Genau hier kommen wir jetzt auch dazu. Die Methoden einer Klasse sind spezielle Funktionen, die man nur auf die Daten eines bestimmten Objekts ausführen kann. Wie zum Beispiel bei jeder Katze, die ich jetzt initialisiert habe, also bei jedem Objekt, kann ich verlangen, dass sie miaut. Oder ich kann auch verlangen, dass sie die Klasse, dieses Objekt, mir eine Art Beschreibung dieser Katze ausgibt. Das ist letztendlich eine Funktion, die wird auch genau wie eine Funktion definiert und benutzt.
wird aber Methode genannt, weil sie eben zu einer Klasse gehört und nicht eine selbstständige Funktion ist, so wie wir sie bis jetzt eigentlich hatten. Dann gibt es auch noch die speziellen, die sogenannten magischen Methoden in Python. Eine magische Methode ist nicht besonders magisch, da ist keine Zauberei dahinter, sondern es geht darum, dass wir diese Methoden zwar definieren, sogar müssen oder können, aber sie werden nicht direkt, nicht ausdrücklich aufgerufen, sondern sie werden automatisch von Python dann aufgerufen, wenn er sie eben braucht. So, jetzt brauchen wir aber ein komplettes Beispiel und daran werde ich das nochmal alles erklären. Hier haben wir eine Klasse Katze bereits definiert und ich habe ein Keyword benutzt, das nennt sich Pass. Pass bedeutet in Python, es ist ein spezielles Stichwort, das bedeutet, hier sollte eigentlich irgendetwas kommen. Ich möchte es aber nicht sofort machen, sondern irgendwann mal später. Wenn ich jetzt hier, diese Klasse ist im Moment total unvollständig, ich kann sie noch nicht benutzen, aber ich kann sie für meine Beispiele schon mal da haben. Das heißt, wenn ich das jetzt hier kompiliere, wenn ich das hier ausführe, Moment, Entschuldigung, das ist ja ein Interpretierer und kein Compiler mehr, da verplappere ich mich manchmal auch, passiert erstmal gar nichts, da ist kein Fehler, aber auch keine Probleme. So, um diese Klasse wirklich jetzt zu vervollständigen, haben wir gesagt, wir möchten Alter und Name eingeben. Das werde ich jetzt einfach mal machen und erst danach erklären, was hier überhaupt passiert. So. Somit habe ich jetzt die Klasse eigentlich komplett definiert und sie hat momentan zwei Felder oder Eigenschaften, das ist Name und Alter. Und sie werden mit dieser magischen Funktion, magische Funktionen kann man sehr gut erkennen, dass sie mit diesem doppelten Unterstrich hier anfangen und enden. Den Namen dieser Funktion kann ich nicht ändern. Die wird erwartet von Python. Wenn sie nicht dabei ist, dann wird das Ganze, also wenn sie gar nicht dabei ist, dann wird es vielleicht auch funktionieren. Ich kann sie jetzt auch nicht Initi nennen. Dann wird es eben nicht genauso funktionieren, wie ich es eigentlich haben wollte. Init ist ein sogenannter Konstruktor. Das ist eine Methode, die aufgerufen wird, wenn ich eine Instanz dieser Klasse initialisiere. Machen wir das mal, damit wir es auch haben. Ich kann sagen, meine Katze ist gleich eine Katze. Und zwar brauche ich jetzt, das ist jetzt auch sehr interessant und sehr, sehr wichtig zu verstehen, hier bei Init habe ich zwar drei Parameter eingegeben, aber Sie sehen, dass dieses Self, das erkläre ich ein bisschen später, ist braun gefärbt. Und überall braun gefärbt und das brauche ich auch nicht weitergeben. Das ist ein spezieller Parameter, den gucken wir uns später an. Eigentlich muss ich jetzt Name und Alter weitergeben. Und Name, meine Katze, ich habe im Moment zwar keine Katze, aber früher hatte ich eine, die hieß Felix, was für eine Überraschung. Und die war nur 2 Jahre alt, als wir sie leider weggeben mussten. Und dann gibt es noch Nachbarskatze. Nachbarskatze. Die ist auch eine Katze. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Und sie scheint so ein bisschen älter zu sein. Vielleicht ist sie schon 7 Jahre alt. So, jetzt kann ich das hier ausführen. Und es passiert erstmal nichts Interessantes, aber es funktioniert. Damit wir ein bisschen was sehen können, kann ich Folgendes machen. Ich kann den Namen ausdrucken. Und zwar werde ich schreiben, meine Katze, meine Katze ist natürlich hier, nicht meine Katze. Meine Katze, Punkt, das kennen wir. Und hier wird mir sogar von der Umgebung hier vorgeschlagen, was ich so alles nutzen kann. Ich kann Name oder Alter nutzen. Ich nehme mal Name. Und ich kann genau das Gleiche auch mit der Nachbarskatze machen, ihren Namen auszudrucken. Wenn ich das jetzt ausführe, passiert irgendetwas endlich. Und zwar ist Felix und unbekannt. Ich kann natürlich auch hier machen Sachen wie ist
Und dann meine Katze Alter plus alt. Und das müsste ich jetzt natürlich auch in einen String umwandeln, weil Alter ist eben Alter. Wenn ich das jetzt ausführe, sieht es vielleicht ein bisschen sogar besser aus. Felix ist 2 Jahre alt. 2 Jahre alt, haben wir hier vergessen. So, 2 Jahre alt. So, jetzt müssen wir aber die Klasse wieder uns angucken. Also, nochmal von vorne. Diese Init-Funktion ist eine magische Funktion. Das heißt, ich muss sie gar nicht richtig aufrufen. Habe ich auch nicht gemacht. Wenn ich meine Katze initialisiert habe, habe ich es gesagt, welchen Typen sie hat. Nehme die Klasse Katze, also benutze die Blaupause Katze. Und die 2 Parameter, die ich hier übergeben habe, sind Felix und 2. In Python selbst wird eigentlich diese Methode init jetzt aufgerufen, der Konstruktor, mit diesen Parametern Felix und 2 genau an der richtigen Stelle. Self ist ein Spezialparameter, den wir bei allen Methoden einer Klasse brauchen. Der muss immer an erster Stelle sein. Wenn man ihn da nicht reinstellt, dann passieren komische Sachen und das passieren auch Fehler. Und zwar die Fehler, die er ausgibt, also Python ausgibt, sind nicht unbedingt sehr hilfreich. Man muss sich das einfach merken. Self muss bei allen Methoden an erster Stelle stehen. Und das ist eigentlich ein Name oder ein Akronym für dieses Objekt. Deswegen heißt es auch Self. Das Problem ist folgendes, dass wenn ich Katze aufrufe und zum Beispiel ihre Methode init aufrufen möchte, dann weiß diese Katze, also diese Klasse, weiß sie nicht unbedingt, auf welchem Objekt, also welche genau Katze sie diese Methode ausführen soll. Deswegen brauche ich dieses Self, das übergeben wird, bei dem Aufruf hier selbst, hier zum Beispiel. Und auf diese Art und Weise kann ich dann sagen, okay, dieses Objekt soll diese Funktionalität ausführen. Deswegen wird es auch hier Self auch benutzt und das ist auch sehr wichtig. Ich sage Self.Name bedeutet, der Name dieses Objekts, wo ich gerade im Moment bin, der soll jetzt initialisiert werden mit dem Namen, den ich hier als Parameter weitergegeben habe. Ich weiß, dass das beim ersten Mal ein bisschen verwirrend ist. Man muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Aber irgendwann wird es eigentlich relativ einfach und es ist eigentlich eine schöne Abstraktion und eine schöne Zusammenschluss von Daten und Funktionalität wirklich in einer kompakten Darstellungsform. Aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Hier haben wir also manche Sachen gesehen und die sind eben wichtig. Das ist eine magische Funktion. Magische Funktion, ich wiederhole es nochmal, werden mit diesen 2 Unterstrichen vorne, 2 Unterstriche hinten gekennzeichnet oder sichtbar gemacht oder eben so heißen sie, damit sie ein bisschen komischer sind. Und noch vielleicht eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, alle Felder, also Eigenschaften und alle Methoden einer Klasse heißen zusammen Attribute einer Klasse. Also alles, was man so mit dieser Klasse anstellen kann, heißt auch ein Attribut. So, damit ist es jetzt erstmal Schluss. Im nächsten Video gucken wir uns an, warum wir objektorientierte Programmierung überhaupt haben wollen. Und danach geht es auch in ein paar andere Einzelheiten, was man so alles noch mit Klassen machen kann. Dankeschön.